So, die zweite Woche ist rum und hier kommt wie versprochen auch wieder ein Update. Ich habe keine große Veränderung zur vorherigen Woche feststellen können, weil ich letzte Woche leider auch meine Tage bekommen habe. Und wie ihr selbst mit Sicherheit auch schon festgestellt habt, ist es in dieser Zeit immer ein bisschen doof, weil dann doch wieder neue Pickel dazukommen. So war es jetzt auch bei mir. Dank der Maske hatte ich allerdings das Gefühl, dass es nicht ganz so schlimm war. Die bisherigen Narben und Entzündungen sind weiterhin auch gut zurückgegangen und es sind nicht ganz so viele und nicht ganz so dicke Pickel, sage ich jetzt mal, gekommen. Von daher denke ich trotz allem immer noch, dass die Maske mir hilft und werde sie natürlich auch weiterhin benutzen und weiterhin Updates posten. Aber wie gesagt, im Vergleich zur letzten Woche ist es jetzt nicht wirklich besser. Man merkt natürlich, dass die Haut wirklich auch glatter ist und sich besser anfühlt. Aber man sieht natürlich immer noch die ganzen roten Flecken und das soll natürlich nicht sein. Ja, ich habe die letzten Wochen über auch immer mal wieder private Nachrichten und Kommentare erhalten, wo ihr gefragt habt, warum denn meine Haut plötzlich so schlecht geworden ist und ob ich beim Hautarzt bin, was der dazu sagt. Und deshalb dachte ich mir, dass ich euch heute einfach mal ein bisschen was über mich erzähle. Also ich bin jetzt 24 Jahre alt und hatte bis zu meinem 19. Lebensjahr eigentlich immer wunderschöne Haut. Hab mich auch nie geschminkt, weil die Haut wirklich schön war. Deshalb habe ich auch keine besonderen Cremes oder Peelings oder Masken oder sonst irgendwas verwendet, sondern habe einfach morgens ganz normal, wenn ich mir im Bad die Hände gewaschen habe, die Zähne geputzt habe, ein bisschen Wasser ins Gesicht gemacht und das hat mir gereicht. Ja, und dann, als ich 19 wurde, habe ich meinen ersten richtigen Pickel bekommen. War natürlich doof, dass es gerade so zum Geburtstag ist, aber es war eigentlich nicht weiter schlimm, weil es war doch relativ unauffällig. Es war hier unten am Kinn und ich habe es eigentlich auch erst gemerkt, als wir so ein Gruppenfoto gemacht haben und ich war vorne, weil ich den Auslöser in der Hand hatte, die Kamera in der Hand hatte und dann habe ich beim Angucken gemerkt, oh, du hast da einen Pickel. Und ja, war ein bisschen doof, aber war nicht weiter dramatisch. Ab diesem Zeitpunkt habe ich dann immer mal wieder Pickel bekommen. Aber so, dass es wirklich noch nicht mal notwendig war, die groß abzudecken oder irgendwas zu machen, weil es eigentlich wirklich harmlos war. Also keine Akne, aber halt Pickel. Das war aber eigentlich, wie gesagt, alles gar kein Problem. Bis ich dann mit 22, es war kurz nach meinem 22. Geburtstag im September 2015, als ich plötzlich angefangen habe, vermehrt Pickel zu bekommen, gerade hier so im Bereich der Wangen und ums Kinn herum, wie das halt bei Akne typisch ist. Und ja, dann habe ich am Anfang gedacht, okay, geht schon wieder weg. Und als es dann aber nicht wegging, bin ich natürlich direkt zum Hautarzt. Der hat mir dann eine Creme verschrieben, die ich morgens und abends benutzt habe. Die hieß Genoren. Einige von euch haben das bestimmt auch schon mal gehört. Oder benutzen es eventuell sogar. Mir hat es damals sehr gut geholfen. Es war innerhalb von 3 Wochen alles weg und ich hatte wieder gute Haut. Aber dann kam es plötzlich einfach wieder zurück. Weshalb ich dann natürlich auch direkt wieder zum Hautarzt bin. Der hat mir eine neue Creme verschrieben. Ich glaube, das war damals Duak. Darauf habe ich aber sehr extrem reagiert. Also meine Haut hat sich angefangen zu schälen. Also es hat gebrannt und sie hat sich geschält. Und dann habe ich das direkt wieder abgesetzt und habe irgendwas anderes bekommen. Ich weiß leider nicht mehr genau, was es war, aber es hat irgendwie alles nicht so wirklich geholfen, sodass ich dann wirklich zum Beginn des neuen Jahres, also Januar 2016, richtig, richtig heftige Akne hatte. Also es hat sich schrecklich angefühlt, es hat sogar auch wehgetan, also die Entzündungen haben alle wirklich wehgetan. Selbst wenn ich jetzt gelacht habe oder sowas, es hat echt Schmerzen ausgelöst und es sah überhaupt nicht schön aus. Also ich habe echt quasi fast jeden Morgen, wenn ich im Spiegel geguckt habe, ich habe mich nicht wiedererkannt, ich habe fast heulen müssen, weil ich mich so schlecht gefühlt habe und es einfach nicht besser wurde, weil nichts geholfen hat. Und dann bin ich dann nämlich auch zum Frauenarzt gegangen, habe mir von dem eine Pille verschreiben lassen, die extra bei Hautproblemen helfen soll, die hieß Bella und die habe ich dann ab März genommen, Ende März habe ich sie dann genommen und dann ist es auch wirklich innerhalb von 6 Wochen ungefähr richtig gut geworden. Also es hat aufgehört, es sind keine neuen Pickel dazugekommen, die anderen sind gut abgeheilt, aber mein Gesicht sah natürlich schrecklich aus. Aber bis Mai 2016 war es wirklich so, dass wenn ich mich jetzt geschminkt habe und Make-up drüber gemacht habe,
hat man nichts gesehen. Also es war wirklich alles abgedeckt. Es waren keine tiefen Narben oder sonst irgendwelche Rückstände. Es waren wirklich nur rote Flecken auf der Haut, die man halt, wenn Make-up drauf war, nicht sehen konnte. Und ja, genau, das hat dann, wie gesagt, in Verbindung mit der Pille mir sehr geholfen. Die Therapie vom Hautarzt und die Pille vom Frauenarzt. Und bis Mai war es dann, wie gesagt, sehr gut geworden. Und dann ist es aber langsam wieder schlimmer geworden. Also nicht so extrem, aber es ist halt nicht weggegangen, sondern ist halt geblieben und immer mal wieder was Neues dazugekommen. Dann habe ich die Pille auch abgesetzt, weil ich auch keine Lust hatte, wieder zum Frauenarzt zu gehen. Und habe dann wieder eine andere Creme vom Hautarzt auch bekommen. Also ich hatte mehrere Sachen ausprobiert. Letztendlich war ich dann wieder bei dem Duak, was ich anfangs nicht vertragen habe. Das hat mir dann aber geholfen. Wahrscheinlich war meine Haut schon so kaputt einfach von allem, was ich vorher getestet habe und was sie wegen der Akne durchgemacht hat, dass das Duak dann kein Problem mehr war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es angefangen zu helfen, sodass ich ab Januar 2017 wirklich auch ungeschminkt wieder vor die Tür gehen konnte. Man hat noch so ein paar kleine Narben gesehen, die sahen aber fast eher aus wie ein bisschen Sommersprossen oder so kleine Muttermale. Also es war wirklich nicht auffällig, es hat nicht schlimm ausgesehen. Ich konnte ungeschminkt vor die Tür gehen und ab diesem Zeitpunkt hat sich das auch super schön zurückgezogen und alles zurückgebildet und meine Haut war wieder richtig schön. Und dann, wie gesagt, Juli diesen Jahres, also so ein halbes Jahr, 6, 7 Monate, nachdem eigentlich alles weg war, kam es aus heiterem Himmel wieder. Warum? Keine Ahnung. Der Hautarzt meinte, dass es halt durchaus vorkommen kann, weil das halt einfach sich sehr lange zieht und eine sehr lange Therapie notwendig ist, um Akne wirklich langfristig zu besiegen. Ich habe dann zwischenzeitlich, als es wieder gut war, habe ich dann wieder die Skinoren-Creme bekommen, die ich ganz am Anfang hatte. Und die hat, wie gesagt, auch geholfen, weil es war ja weg. Aber dann kam es wieder und dann habe ich wieder das Duak bekommen, was ich auch aktuell nehme. Und in Verbindung mit der Maske, wie gesagt, habe ich das Gefühl, dass es sich jetzt alles gut zurückentwickelt und sich positiv entwickelt, sodass ich echt optimistisch bin, dass es Anfang nächsten Jahres, so wie Anfang diesen Jahres, weg sein wird. Und dann werde ich aber auch dranbleiben. Ich werde die Maske mit Sicherheit weiter benutzen, weil ich nicht nochmal sowas erleben möchte, weil es einfach das komplette Leben einschränkt. Und ich denke mal, das war jetzt viel über mich. Ich hoffe, dass ich euch auch ein bisschen ermutigen konnte, selbst besser mit der Akne umzugehen, ein paar neue Sachen auszuprobieren, sich zu überwinden, zum Hautarzt zu gehen, weil selbst das ist halt auch echt nicht einfach. Bei mir war es der Fall, dass der Hautarzt mitten in der Fußgängerzone in der Innenstadt ist und da sind halt einfach unglaublich viele Menschen und auch Jugendliche, die sich dann gerne mal über einen lustig machen oder so. Es hat sich einfach schlimm angefühlt, deswegen war ich anfangs echt nicht sehr begeistert davon, zum Hautarzt zu gehen oder auch zum Frauenarzt. Aber ich habe den Schritt gewagt und das war das Richtige. Und ich kann euch nur empfehlen, das auch zu tun, weil wenn ihr euch zu Hause zurückzieht und nichts tut, wird es definitiv nicht besser. Und wenn ihr es versucht, dann werdet ihr auf jeden Fall irgendwelche positiven Bestätigungen dafür erhalten, weil ihr so mutig wart und das versucht habt. Also, wie gesagt, bei mir hat es geholfen, auch mit der Maske, und ich kann euch nur empfehlen, es auch zu testen und was zu machen und werde mich nächste Woche mit einem neuen Video zurückmelden. Bis dahin, schönes Wochenende und viel Erfolg bei eurer Therapie.